Aber sagt mal, können Gegenstände in diesem Spiel überhaupt despawnen? Weil irgendwie habe ich das noch nie gesehen. Denn nicht kommt man immer irgendwo an und dann liegt da eben Zeug, das noch vor Ewigkeiten man irgendwann mal liegen lassen hat. Okay, wir machen schon seit über einer Stunde Pause, weil ich nicht ins Gewitter kommen wollte und lege noch ein bisschen die Füße hoch. Mach das. Ach, du hast das selber geholt. Ich stand gerade auf dem Schlauch. Ja, nee, ich habe das, genau, ich habe das andere Boot, ich habe das jetzt leer gemacht. Da war noch Silber drin und ein bisschen Zinn. Und ich dachte, wenn wir jetzt sowieso schon auf dem Weg nach Hause sind mit diesem Boot und dem ganzen Eisen, was wir geholt haben, dann kann ich auch genauso gut gleich mal das andere Zeug mitnehmen. So. Ich wollte gerade sagen, was brennt denn da? Aber ja gut, klar. Ja, der Wind liegt so günstig, das ist schön. Gerne weiter so. Auch wenn ich gerade nichts sehe. Bekommst du auch die neuen Rezepte, von denen du noch nie gehört hast. Ja, ich bin sehr gespannt, was da noch auf mich zukommt. Erstmal ganz entspannt nach Hause. Wie oft bin ich heute gestorben? Zweimal? Einmal, ne? Oder? Einmal. Einmal die Monstrosität. Die schaffe ich noch nicht ohne einmal sterben, aber immerhin. Es wird. Ich werde besser. Bin ich ganz stolz drauf. Angeln muss ich allerdings nochmal üben. Ich bin schon wieder auf Stufe 1. Ich war auf Stufe 2. Naja, alles gut. Äxte kriegen wir auch nochmal trainiert. Alles wird gut. Immer so süß, wenn Katzen irgendwo rumliegen, auf irgendwelchen Regalen oder so, und dann lassen sie die Füße baumeln. Das ist so süß. Oh Gott, ich glaube, da muss ich dann heute mal auf Discord ein Bild hochladen. Ach, knuffig. Ich habe bei mir über dem Sofa diverse Regale angebracht, die ich mit Teppich bespannt habe, damit die Katzen halt drauf rumklettern können. Und am Anfang war nur ein Brett oben. Und da lag dann der eine Kater drauf. Irgendwie so halb auf dem Rücken. Und die Hinterbeine und der Schwanz haben dann so haben dann von unten halt praktisch so vorgelugt. Das sah so lustig aus. Ich war gestern in den Ebenen, hab mich mit Loks, Fuhling und Mücken geprügelt und bin am Schluss an Falsche angestorben, weil ich vom Stein gesprungen bin. Oh nein! Ja, ne, wie war das am letzten Mittwoch, ja, wo der Loks mit mir Fußball gespielt hat? Der Tritt von dem Loks hat mich nicht erwischt. Es war auch der Fallschaden. Der böseste Gegner überall, wo es Gravity gibt. Ja. Da rechnet man dann manchmal gar nicht mehr mit. Und plups. Hoppla. Erreicht es dann, wenn man sich den Fuß verstaucht, ne? Und dann ist vorbei. Der 269er. Nice. Okay. Wie sieht's aus? Wir haben viel Zeug. Und ich muss dringend wieder kochen. Weil Essen habe ich schon wieder sehr viel ausgegeben. Essen ist wirklich so ein Ding, da muss man sehr schnell, sehr hinterher sein.
Oh. Das klingt nicht gut. fühle ich, Bermut, fühle ich. Oh, wir haben eine Flaute. Huch. Wir haben hier schon wieder Felsen und ich sehe die nicht. Nicht gut. Was sagt das Boot? Hat nicht so viel Schaden bekommen. Gut. Halt mir ja durch. Ich habe ja auch gerade den Kater von Nachbars zu Gast, um ihn vor dem Unwetter zu bewahren. Oh. Problem, er klemmt sich hier immer genau vors Tablet. Oh. Aber hey, dann fühlt er sich bei dir sicher. Das ist auch schön. Ach nee, da muss ich gar nicht lang. Na gut, dann kreuzen wir ein bisschen, ist egal. Aber dann wiederum ist das eigentlich keine gute Idee, weil aus Final Fantasy 9 wissen wir, der Wind sucht sich seinen Weg. Wage es nicht, ihn zu kreuzen. Und wenn man es doch tut, dann wird man von irgendwelchen Mammut-ähnlichen Mini-Viechern angegriffen. Weiß ich nie, ob das so gut ist. Ah, müssen wir nochmal wieder spielen. Hinterher der Windwalker-Style, der Wind halt mir zu lauschen. Ah. Wie uns gerade überhaupt nicht, weil er hat schon wieder gedreht. In welche Richtung müssen wir eigentlich? Kreuz, Kreuz, Kreuz. Kreuzen, Kreuzen. Komm, komm, komm. Ein bisschen mehr, bitte. Ich meine, wir haben viel mehr, aber ich hätte gerne noch ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr Wind. Ich meine, der Wind bläst ordentlich, ne? Kippt immer das Boot immer so zur Seite. Wer gegen den Wind uriniert, könnte auch Überraschung erleben. Gab's da nicht einen Ostfriesenwitz, der so ging? Das Gute ist, wenn das Gewitter sofort ist, kann ich nicht aufstehen, weil Kater auf dem Schoß. Das ist das Beste. Ich und mein Rulesip gehören, in welchem Chat welche CMTs kommen. lass mal, geht mir aber genauso. Aber dafür gibt es ja den Ausrufezeichen Command, ne? Wo bin ich denn? Da bin ich, da wollen wir gar nicht hin. Ja gut, wir müssen rudern. Da hilft alles nichts. Du willst meinen Chat nicht mit Commands fluten? Ach, mach doch. Solange nicht rumgespammt wird, ist alles okay. Aber wo ich das gestern bei What's Loof gesehen habe, eine Sache, die wir definitiv machen können, ist, Leute, die hier reinkommen und einfach irgendwelche Links oder Werbung posten für ihre eigenen Spiele oder sowas, gerne gleich blocken, weil den gestern, den fand ich auch irgendwie weird. Ja, weil das ist mir zu schwammig formuliert und würde trollig ausnutzen. Naja, aber wenn man halt wissen will, welche Commands es gibt, dafür gibt es doch halt den Ausrufezeichen Command. Oder Commands, ich weiß gar nicht. Das ist ja wohl auch dreist. Ja.
Ja, mit Fremdwerbung. Nee, in dem Fall, ja, keine Ahnung, da war halt gestern jemand bei What's Luv online und hat dann halt irgendwie geschrieben, hier, ja, guck doch mal hier auf dem Ding vorbei. Und da weiß dann auch erstmal nicht mal, ist das jetzt eine richtige E-Mail-Adresse oder kriege ich jetzt ein Abo aufgeschwatzt, wenn ich es anklicke, so nach dem Motto. In dem Fall war es tatsächlich halt, er war ein Spieleentwickler und hat einfach nur Werbung für sein Spiel gemacht, aber ganz ehrlich, da fragt man vorher. Also sowas dann auch gerne wenigstens kicken oder so. Oder in den Ta Timeout versetzen oder sonst was, aber wurde bei dir, glaube ich, dann auch gemacht, ne? Und vor allen Dingen mehr hat er gar nicht geschrieben, nur Hi. Hier, schau mal da vorbei und das war's. Danach hat er sich nicht mehr blicken lassen im Chat. War auch witzig. Sonst hätte man es ja vielleicht noch ausdiskutieren können, wahrscheinlich, aber. Also doch eher erstmal den Timeout, aber. Sehr schön, danke. Wir haben schon wieder keinen Wind mehr. Meine Güte. Ob dann Timeout oder ein Juk sieht man dann individuell. Ah, ist eine gute Idee. Der Wind denkt sich auch gerade so, ach nee, das Boot ist so schwer, das schiebe ich nicht. Obwohl. Würde mich jetzt mal interessieren, ne? Zieht der Wind das Segel oder schiebt der das? Geben Sie Ihre Kreditkarteninfos ein und gewinnen Sie ein benutztes Taschentuch mit einem Spielcode drauf. Ja, ich meine, in dem Fall war es, glaube ich, wirklich ein Download-Link zu seinem Spiel, aber trotzdem. Ich verstehe auch irgendwo, wenn man dann sein Spiel an den Mann bringen will, aber das ist halt nicht die Art. Hallo Trebor! Also für alle Spieleentwickler, die hier unterwegs sind, ne, nehmt euch daran kein Beispiel. Macht's vernünftig. Ladet's entweder bei Steam hoch oder keine Ahnung, wenn ihr Spieleentwickler seid, macht euch eine kleine Webseite oder nutzt Social Media für Werbung oder was, aber macht's nicht im Chat von irgendwelchen hier so Streamern oder so. Oder was man halt auch machen könnte, ne? Spielt euer Spiel selber. La und genau, nehmt das auf und ladet das dann als kleines Vorstellungsvideo bei YouTube hoch. Kann man auch wunderbar Werbung machen mit. Es gibt so viele gute Möglichkeiten halt, um vernünftig Werbung für sich selber zu machen. Da braucht man das nicht auf die Art. Exakt. Die Sandbank. Oh, das war. Das war knapp. Das war knippini knapp. Okay. Das Boot hält noch ein bisschen durch, aber übertreiben sollte man es nicht mehr. Und wir müssen hier wirklich mal dringend einen Steg bauen. Bremsen, bremsen, bremsen. Sonst lande ich hier wahrscheinlich gleich wieder auf einer Sandbank. Wie beim letzten Mal. Und dann darf ich wieder so aus dem Wasser fischen. Das war nicht witzig. Doch, war witzig, aber. Wieder. Diese Sandbank da. Ach, die ist furchtbar.
Oder man baut den Steg dorthin. Das ginge natürlich auch. Ali zufällig mit einem nigerianischen Prinzen verwandt. Was? Wie nur Taschentuch hat am Wochenende eine Mail wo mir eine Dame, die im Sterben liegt, 8,5 Millionen spenden wollte. Oh mein Gott. Ach, schön wär's ja, ne? Ah, ganz ehrlich, wer macht denn sowas? So. Und dann driften wir. Driften. Und nehmen da mal kurz unser Boot über den Latz. Funk. Genau. Komm. Noch ein Stück. Wir kriegen das hin. Perfekt eingeparkt. Na gut, nicht ganz perfekt. Ja. Aber es lebt noch. Es ist noch okay. Das nehmen wir mit. Das. Und für mich habe ich keinen Platz mehr. So. Lagerfeuer, nicht reinspringen. Gestern klingelt die Post, überreicht mir einen fetten Umschlag von einem deutschen Fahrzeugbauer. Von einem deutschen Fahrzeugbauer dort drin. Luxusprospekt und Gewinnspiel für Auto für 3 Monate. Ich kann mir doch nicht mal ein neues Fahrrad leisten. Naja, es ist ein Gewinnspiel, da kann man ja trotzdem mal probieren. Erstens ist es immer noch warm. Zweitens, der neue Beamer für die Azubis hat keine VGA-Anschluss und der Adapter ist nicht auffindbar. Oh no. Läuft bei euch, hä? Ist voll. Das Schwarzmetall hatten wir, glaube ich, noch hier. Ja. Leder. Noch irgendwas, was hier rein muss. Ja. Das behalten wir mal noch. Auch nicht. Oh no. Bis morgen, by the way, da muss ich das erfunden haben. Oh Gott. Das klingt doch wieder mal so richtig schön nach typisch IT. Und zwar wirklich sehr typisch IT. Ich fühle mich ausgeruht. Das ist schön. Danach können wir hier noch schön anpflanzen. Bonk. Oh, das war ein ordentlicher Schaden gerade. So gesehen haben die ja dann noch nicht mal gegen die Regeln der Höflichkeit verstoßen, sondern auch gegen die Chatregeln, weil Werbung ist und Spam ist verboten. Huch, sollte genau umgekehrt. Mal gucken. Irgendwas ausreizen? Wir können es nicht ausreizen. Ja. So. Ich hab doch gerade was gehört. Die Fähigkeit wäre gewesen, die Regel zu lesen. Das stimmt allerdings. Wobei das halt viele, glaube ich, so oder so nicht machen.
Weil wen interessieren schon Regeln? Boom, Silber, Wolfsbrustschutz, Loxumhang, Drauger, Fangzahn, Fleischreißer, Dahlem, Silbermesser, was? Bild, Wolf, Menge, Metzgertisch, Schatzkiste, oh. Nice. Halt. Das ist Silber, okay. Ja, jetzt musste ich erstmal gucken, was ist denn jetzt hier was? Oh Gott. Kohle müssen wir natürlich auch nachfüllen. Reicht das überhaupt? Es ist voll. Ja gut. Regeln sind zum Brechen da. Du findest Regeln zum Kotzen? Sollte aber eigentlich klar sein, auch ohne die Regeln zu lesen. Ja, das interessiert halt trotzdem viele nicht. Die kommen dann rein zum Pöbeln oder machen gleich Werbung oder... Es interessiert halt manche Leute einfach nicht, ne? Die meisten sind, halten sich dran und so, ne? Die meisten wollen halt wirklich eine schöne Zeit. Aber du hast halt eben mal die Spielverderber irgendwo. Das ist normal. Exit Gaming findet nämlich auf YouTube zum Beispiel auch sehr viel statt. Ich finde das nur so witzig, weil... es ist halt... wir spielen ja hier praktisch live. Und der kriegt das halt alles gar nicht mit. Live und man gibt mir dann halt irgendwelche Tipps, wo ich mir so denke, was haben wir letztens schon gemacht? Das ist nichts Neues. Hör auf, mir Tipps zu geben. Ich weiß, wie man Wildschweine zähmt. Das ist schon lange passiert. Das stört mich dann auch nicht. Die kriegen dann halt einfach nur so ein Dankeschön oder so. Das ist immer ganz witzig. So. Ich würde sagen, Eisen und Silber packen wir erstmal alles in eine Kiste. Einfach, weil ich es gerade nicht anders habe. So. Du, hallo Streamer, wusstest du, dass du in diesem Spiel auch Sachen herstellen kannst? Oh, nein! Wirklich? Ja, ich meine, ich finde es ja immer schön, weißt du, klar, man will auch wissen, zeigen hier von wegen, guck mal, ich habe das auch gespielt und ich weiß da was, was du noch nicht weißt. Ich möchte dir helfen. Ist auch mal ganz, alles ganz lieb, ne? Wie nötig Verkehrsmittel. Mindestens einer ist immer dabei, dem man die rote Karte gegeben werden, dem die rote Karte gegeben werden sollte. Ja, es ist halt wirklich so. Weiß nicht. So, mal gucken, wie viel können wir davon mitnehmen? Nicht so viel. Lass mich raten, zwei. Nee, eins. Einen. Immer noch. Oh, wir haben wieder Eisen. Ist das schön. Und ich wette, das Silber reicht vorne und hinten nicht, was wir haben. Aber es macht nichts. Metzgertisch. Mhm. Bin ja mal gespannt, wofür der da ist. Den machen wir heute gleich als erstes. Sprinten gelernt, yes. So, jetzt ist die Kohle verbraucht. Ordentlich Silber. Aber lass mich raten, da braucht man mindestens genauso viel wie fürs Eisen.
Muss da meistens Leute beiseite stoßen, um rauszukommen. Oh ja, das ist sowieso auch immer nervig. War das jetzt nur zum Testen? Ich hoffe. Und soweit ich weiß, hat er nichts angestellt. Okay. War abgesprochen zwischen euch, ja? Ich hoffe's. Wir können wir noch? Nicht so viel. Okay. Ups. Ah, wo kommt das Wasser her? Oh Gott. Oh, wo kam die Welle her? Plötzlich alles unter Wasser. Meine Güte. Hast du nicht mal was gemerkt? Okay. Ich bin auch irgendwo gebannt, aber so. Ja, aber nicht bei mir, bitteschön. Nicht hier. Alles bloß das nicht. Wir werden hier gleich sehr viel einschmelzen. Ich meine, genug Kohle haben wir, glaube ich. Hoffe ich jedenfalls. Obwohl, nee, wahrscheinlich nicht. Au! Hat mal der Knöchel! La. Wo ist unser Schiff? Da ist unser Schiff. Schiffchen ist noch da. Dann könnte ich nicht schreiben. Das ist richtig. Wie sieht's aus? Ja. War nötig. So viel. Das schon. Einmal Welle hoch. Dankeschön. Voilà. Blub, blub, blub. Ach nö. Ja, dankeschön. Hey, du kannst doch nicht einfach unsere Wildschweine jagen. Wer hat denn dem das erlaubt? Der hat doch überhaupt keine Jagdrechte. Au. Kommen die her? Seit wann spawnen die hier einfach mal so random? Hm. Dinge. Bin dann mal im Haus unterwegs, ein Paket holen, Dokumente holen, mit meinem Vorgesetzten sprechen wegen dem Adapter. Alles klar. Ich wünsche dir viel Erfolg. Ich hätte an der Erwachsenenwindel denken sollen. Jetzt pennt die Katze auf mir und die ganzen Getränke sind langsam durch. Oh no. Naja, wenigstens sind deine Nieren gut gespült. Oh. Aber ich kenne das Dilemma. Man will mal die Katzen dann gar nicht fortscheuchen. Weil wenn man muss, muss man. Außer du hast kein Problem damit, da dir da mal alles einzunässen. Ich hab ein. Wir hatten den Sturm bestellt. Ich hätte ihn gerne im Real Life. Ich liebe Regen im Real Life, solange ich nicht draußen bin. Mir wird wärmer, das ist schön. Ich fange an zu frieren, das ist nicht schön.